So, hallo zusammen. Ja, in diesem Video möchte ich mein neues Smartphone vorstellen. Ich hatte jetzt 6 Jahre lang ein iPhone 5, was jetzt in die Jahre gekommen ist und nicht mehr so richtig funktioniert hat. Da habe ich mir ein Gigaset GS185 Android-Telefon gekauft, made in Germany. Und das möchte ich jetzt hier mal ein bisschen vorstellen. Ja, Gigaset kannte ich bisher eher so als Hersteller von diesen Decktelefonen. Da haben die so ein bisschen ihren Namen, bieten aber neuerdings auch Smartphones an. Diese GS-Modelle hier, Made in Germany wird hier angegeben. Da gibt es auch einen schönen Artikel auf golem.de, wie die Dinger hergestellt werden. Sie werden jetzt nicht komplett in Deutschland gefertigt. Die Einzelkomponenten kommen weiterhin aus Fernost. Aber in dem Werk in, ich glaube, Bocholt ist es, da werden die dann mit so Robotern dann zusammengebaut. Mehr oder weniger in Kleinserie, wenn man sich den Artikel so durchliest, ist auf jeden Fall sehr interessant. Gleich mal vorneweg, es handelt sich hierbei um ein sehr günstiges Telefon. 160 Euro habe ich jetzt dafür gezahlt. Also kein Vergleich zu dem, was ich jetzt für mein iPhone damals gezahlt habe. Das waren ja über 800 Euro. Und da ist natürlich interessant, wie sich jetzt so ein billiges Telefon gegenüber so einem, mittlerweile auch alten iPhone gegenüber so schlägt. Hier sehen wir auch schon mal den Lieferumfang. Es kommt in dieser wunderschönen Verpackung. Wer hätte das gedacht? Dann haben wir hier eine kleine Anleitung. Das Telefon ist natürlich mit dabei. Hier haben wir ein USB-Ladegerät, ein Kabel, USB-Kabel haben wir mit dabei, Micro-USB. Und dann haben wir noch ein nettes Headset da mit dabei, was ich auch nicht schlecht finde. Man hat zwar öfter solche Headsets mit dabei, aber das hier ist so ein In-Ear-Headset mit ganz normalem Klinkenanschluss. Und das klingt gar nicht mal schlecht für den insgesamt doch sehr günstigen Preis von dem gesamten Paket. Was jetzt hier nicht zu sehen ist, da ist noch so ein SIM-Karten-Tool mit dabei, also wo man dann an die SIM-Karten-Slots rankommt, zeige ich dann später noch. Ja, hier ist jetzt mal das Telefon. Das hat 5,5 Zoll. Das ist gar nicht mal so klein. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein iPhone 5 jetzt hier mal so daneben lege, dann sieht man, dass das doch wesentlich größer ist. Das iPhone hat ja 4 Zoll. Wenn ich das jetzt hier so übereinander lege, sieht man, das ist schon so ein Stück größer. Nichtsdestotrotz finde ich es, liegt es sehr fluffig und klein in der Hand. Es wirkt jetzt auch, also das iPhone 5 wirkt irgendwie so ein Tick schwerer, muss ich sagen. Wobei, eigentlich ist das hier schwerer, aber durch die Größe hat das irgendwie so eine andere Balance. Also es wirkt nicht schwer in der Hand. Ja, schauen wir uns die Hardware mal ein bisschen im Detail an. So schaut das Telefon aus. Naja, im Prinzip wie alle anderen Telefone. Beim Display fällt halt auf, das hat jetzt noch nicht diesen komischen nachgemachten Apple Notch. Das ist alles sehr, sehr klassisch. Ich habe jetzt hier mal zum Vergleich hier mein iPhone 6 daneben gelegt. Man sieht, das iPhone 5 natürlich, das ist iPhone 5 ist da schon wesentlich kleiner mit seinen 4 Zoll. Das hat jetzt hier 5,5 Zoll. Bevor wir zu den ganzen technischen Daten hier kommen etc., ja, warum bin ich denn überhaupt vom iPhone auf so Android-Telefon gewechselt? Nun, der Grund war eigentlich folgender. Ich hatte jetzt gar nicht mehr so richtig Lust, mir jetzt da so ein teures neues iPhone zu kaufen, weil ich mir gedacht habe, die preiswerten Android-Telefone, die sind mittlerweile auch relativ gut, dass man da gar nicht mehr so viel Geld ausgeben muss. Ich hatte zudem auch nach 6 Jahren iOS war ich da auch ein bisschen überdrüssig. Ich habe mal gedacht, guckst du dir mal wieder Android mal wieder an und ja, wie das jetzt so ausschaut, hatte Lust auf was Neues. Das war im Prinzip so der Grund, warum ich mir jetzt nach einem Android-Gerät umgeschaut habe. Fangen wir mal so ein bisschen mit der Verarbeitungsqualität so weit an. Das Ding ist, muss ich sagen, also sehr, sehr schick. Man sieht in dem Telefon den billigen Preis nicht an. Das sind jetzt, also von der Verarbeitung her sieht man jetzt da keine Spaltmaße oder sonst irgendetwas. Es besteht aus Plastik, soweit so normal, ja, für so preiswerte Telefone. Wirkt jetzt aber auf jeden Fall nicht billig, ist sehr stabil gebaut. Das Display wird als kratzfest beschrieben. Ja, ich habe da trotzdem geschafft, da immerhin schon ein paar kleine Mikrokratzer reinzubekommen. Vorsichtig sein muss man da trotz allem. Wir haben hier an der Seite haben wir hier ja lauter leiser Tasten und hier den Ein-Ausschalter. Wie gesagt, das Display kommt hier ohne Notch. Wir haben jetzt hier oben eine Kamera und auch eine Front-LED. Das heißt, die Frontkamera kann auch mit Blitz dann arbeiten. Komme ich später noch dazu. Die kann auch Full-HD-Aufnahmen machen, was ebenfalls recht praktisch ist. An der Unterseite haben wir einen Micro-USB-Ladeport. Also hat jetzt noch kein USB-C. Und dann haben wir da noch die Lautsprecher. Ja. So. Auf der Rückseite, ja, die Kamera, auch nochmal ein Blitz. Und hier haben wir dann den Fingerabdrucksensor, der soweit auch ganz gut funktioniert. Er hat manchmal so ein bisschen seine Aussetzer. Also er funktioniert jetzt nicht in 100% der Fälle. Sagt er irgendwie, der Sensor sei verschmutzt, bitte reinigen. Das ist dann teilweise ein bisschen nervig. Ansonsten
ja, zu den technischen Daten. Das ist ein Einsteigergerät, hat ein 5,5 Zoll Display mit 720 x 1440 Pixeln Auflösung. Der Arbeitsspeicher ebenfalls nicht ganz so groß, 2 GB und 16 GB Speicher für Apps. 16 GB, ja, ist ein bisschen wenig. Das iPhone, was ich hatte, hatte 32 GB. Das war schon ein bisschen knapp, aber hier kann ich eine SD-Karte reinschieben und das entsprechend erweitern. Habe ich noch eine 128 GB SD-Karte reingetan, wo dann meine ganzen Podcasts, Videos etc. oben sind und dann ist das mit dem Platz auch schon gar kein Problem. Ja, sonst noch ein Qualcomm Snapdragon 425, auch nicht so ein schneller Prozessor, aber für die Standardaufgaben reicht das locker aus. Der Akku hat 4000 mAh. Display hat jetzt nicht so eine riesen hohe Auflösung, wobei ich jetzt 720 x 1044 auf diese Größe schon recht groß finde. Man sieht jetzt hier oben, das hat so leicht abgerundete Ecken, finde ich so ganz nett, hat einen ganz guten Effekt. Gigaset beschreibt das auch als 2,5D-Glas-Display, weil es hat hier so eine leichte Wölbung hier, das Display. Das macht so einen ganz schicken Effekt, vielleicht sieht man es hier in dem Video so. Ist ganz schick, ist aber natürlich auch mehr so ein Marketing-Gag, diese 2,5D. Ist auch schön hell, beziehungsweise wenn man es dann auf die volle Helligkeit hochzieht, man hat hier so eine automatische Helligkeitsregelung, die kann man leider nicht so wirklich konfigurieren, da ist immer so ein Tick irgendwie zu dunkel, das spart natürlich unglaublich viel Akku, aber man hat immer das Gefühl, dass das Display, zumindest habe ich das Gefühl, dass das Display immer so ein Tick zu dunkel ist. Ja, ansonsten, das Display wirkt jetzt auch gar nicht pixelig. Man hat schön viel Platz, was natürlich beim Surfen und so weiter voll super ist. Also wenn ich jetzt das so vergleiche mit dem iPhone 5, was damals, naja gut, damals waren die 4 Zoll im Prinzip das Maßgebende. Heute sind 5,5 Zoll noch nicht mal das Ende der Fahnenstange. Das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Was mir ebenfalls ganz gut gefällt, ist ja der Akku. Und zwar hat der 4000 mAh. Das iPhone 5, ich ziehe es mal wieder als Vergleich her, hat nur 1500. Also der Faktor ist da wesentlich höher. Und ich hatte bei dem iPhone, hatte ich immer so das Problem, wenn ich jetzt da viel so mit Tethering gearbeitet habe, also ein Wi-Fi-Hotspot aufgemacht habe, dann hat das Akku gesaugt ohne Ende. Hier kann ich den Hotspot aufmachen und im Prinzip auch den ganzen Tag laufen lassen. Ohne Probleme, ohne dass es da viel am Akku saugt. Wenn ich jetzt nicht ganz normal mit arbeite und ich mache viel am Telefon, dann hält der Akku locker flockig mal 2 Tage durch. Also es ist tatsächlich so ein bisschen Ungewöhnung. Wann lade ich jetzt das Telefon? Also der Akku ist wirklich super. Hier kommt natürlich der Micro-USB-Anschluss. Der ist da so ein bisschen nachteilig, weil ja, im Gegensatz zu USB-C bekomme ich da nicht so viel Strom halt drüber. Das heißt, das Laden dauert dann auch entsprechend länger. Also da muss man dann, wenn man es jetzt wirklich komplett aufladen muss, so 2,5 Stunden muss man da schon mit rechnen. Was für mich dann noch so ein ausschlaggebender Faktor für den Kauf war, war wie gesagt das Dual-SIM. Das bieten zwar viele Android-Telefone an. Ich ziehe jetzt hier mal vorsichtig mal den SIM-Karten-Slot hier heraus. Und ja, viele Android-Telefone, die stellen einen da so ein bisschen vor die Wahl. Entweder kann ich da eine Micro-SD-Karte einlegen oder eine zweite SIM-Karte. Hier habe ich so ein, man sieht es hier, das ist ein ziemlich langer Slot hier, da kann ich eine SD-Karte einlegen und 2 SIM-Karten. Ansonsten hätte ich da, ja, das hätte ich nicht gekauft, weil 16 GB und dann muss ich mich entscheiden zwischen SD-Karte und einer zweiten SIM. Das wäre dann schwierig gewesen, weil ohne die SD-Karte ist der Speicher mit 16 GB da schon sehr knapp. Hier sieht man, da kann ich dann alles unterbringen. Echtes Dual-SIM, das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt führen wir das mal wieder so ein bisschen ein hier. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr fummelige Angelegenheit. Weil man sieht es jetzt hier, jetzt schiebt es dann hier schon die zweite SIM-Karte so ein bisschen raus aus diesem Slot. Muss man auch dazu sagen, das ist jetzt so eine selbstgestanzte Karte. Ja, mal ein bisschen rumprobieren hier. So, neuer Versuch. Probieren wir es mal. Ich bin eh ein bisschen zittrig immer. Und zack, haben wir es drin. Und dann können wir das Telefon dann wieder einschalten. Auch im Android ganz schick gelöst mit dem Dual-SIM. Man kann dann hier die SIM-Karten einzeln aktivieren, deaktivieren. Man kann festlegen, welche SIM-Karte da jetzt die Mobilfunkdaten machen soll. Also man kann bloß mit einer Karte online gehen. Anrufe kann man dann auf beiden gleichzeitig entgegennehmen, beziehungsweise auch senden. Das gleiche gilt für SMS. Das kann man auch einstellen, dass er vor jedem Anruf im Prinzip nachfragt.
Als Betriebssystem ist Android 8.1 vorinstalliert, also halbwegs aktuell. Das 9er ist ja jetzt quasi das Neueste, ob das jetzt kommen wird oder nicht. Ich hoffe es mal, dass Gigaset da sich so ein bisschen positiv hervortut und auch Updates herausbringen wird. Es ist ein Plain Android, wie man das so schön nennt. Das heißt, es ist jetzt ja eigentlich nichts Spezifisches oder irgendwelche Apps, die man nicht haben will, vorinstalliert. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ein paar negative Aspekte, was das Betriebssystem angeht, war jetzt hier, dass nach einiger Zeit, wenn ich das jetzt hier so ein- oder ausschalte, dann sieht man ja, das geht ja relativ flott jetzt hier. Das ist so, dass nach einiger Zeit dauert es dann so ein paar Sekunden, bis das Display sich einschaltet. Das ist dann etwas nervig. Im Internet berichten auch einige User von diesem Problem. Ein Neustart löst das Problem und Gigaset ist da wohl auch schon dran, das mit dem nächsten Update zu beheben. Ist aber, sage ich mal, unschön, weil das kenne ich jetzt vom iPhone her irgendwie gar nicht, dass es dann irgendwie mal mit dem Laufe der Zeit irgendwie langsamer wird. Ja, bei einem Smartphone ist natürlich die Kamera immer so ein bisschen entscheidend. Ich habe da auch ein paar Beispielaufnahmen, mache ich da auch und stelle die dann im Blog dann auch online. Und die Kamera ist so ein bisschen das Manko. Da kommt wirklich zum Tragen, dass es ein eher günstiges Telefon ist. Wenn die Umgebungstemperaturen, die Helligkeit, wenn es hell ist draußen, schöner Tag, dann sind die Bilder wirklich ganz in Ordnung. Da kann man nicht meckern. Kritisch wird's, wenn es dunkler wird, drinnen ein Raum, wo jetzt nicht voll beleuchtet ist oder eine Party oder sonst was, da wird es dann ganz schnell, da werden die Bilder im Prinzip grieselig und irgendwie nicht schön. Das gilt auch für Videos. Das ist so ein bisschen das Nachteil. Also wer jetzt rein oder schicke Fotos machen will, der wird mit diesem Telefon eher nicht glücklich. Was schön ist, man kann mit der Frontkamera, kann man genauso gut wie mit der Heckkamera, mit der Rückseitenkamera kann man auch Full-HD-Aufnahmen machen. Das finde ich jetzt ganz praktisch. Benutze ich auch ab und zu für solche Videos jetzt hier. Das ist soweit ganz schick. Wie gesagt, wenn die Helligkeit passt, dann ist das auch soweit in Ordnung mit der Kamera. Wenn die Helligkeit weg ist, dann sind die Bilder eher nix. So ein bisschen Abstriche machen muss, ist natürlich bei der sonstigen Ausstattung von dem Telefon. Das heißt, es hat jetzt bloß so Basisfunktionen, das heißt so NFC und solche Sachen sucht man hier am Ende auch vergebens. Wie gesagt, auch kein USB-C. Mich stört das jetzt nicht so, weil ich muss dann kein extra Ladekabel mit dabei haben. Nur jetzt für dieses Gerät, weil ich habe sonst keine USB-C-Geräte. Andere werden sagen, das ist jetzt aber die Zukunft. Ich habe da schon Geräte, da hätte ich das gerne gehabt. Kann man sehen, wie man will. Ansonsten, der Zubehörmarkt ist natürlich auch nicht so groß, wer jetzt, sag ich mal, vom iPhone kommt, so wie ich. Der ist natürlich sehr verwöhnt. Es gibt so ein paar Hüllen, die man sich so kaufen kann. Man hat da gar nicht so viel Auswahl. Hier ist zum Beispiel eine, die ich mir jetzt noch so gekauft habe. Ist einfach so ein durchsichtiges Backcover. Das gibt es und ansonsten noch so eine Klapphülle. Ich habe mich jetzt aber entschieden, dass ich gar keine Hülle drauf mache, weil das doch so ein bisschen dick aufträgt und bei diesen Höhen habe ich immer das Problem, da sammelt sich hier dann so der Dreck dann dazwischen und schmirgelt das dann so ab. Ich weiß gar nicht, man kann das hier vielleicht an dem, schauen wir mal, scharf hier, man sieht das dann hier. Das heißt, das iPhone, das hatte ich eigentlich immer in der Hülle drin und man sieht, dass der Dreck dann dazwischen war und das dann im Prinzip so abgeschmirgelt hat. Und deswegen habe ich mich jetzt da entschieden, dass ich das einfach weglasse. Klar, bei einem Sturz, wenn es runterfällt, da ist so eine Hülle natürlich sehr, sehr gut, weil die dann eben den Sturz im Prinzip abfängt. Aber ich finde einfach bei dem Telefon, was so fluffig und leicht in der Hand liegt, da trägt dann so eine Hülle doch sehr stark auf. Kommen wir noch zum kleinen Fazit bzw. zum Abschluss. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr zufrieden mit dem Telefon. Man bekommt für das günstige Geld doch mittlerweile sehr leistungsfähige Telefone. Das einzige Manko ist wirklich die Kamera, dass die halt bei Innenaufnahmen da nichts Gescheites zustande bringt. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Wenn man jetzt Fotos wichtig sind, und ich glaube, für viele Leute ist das wichtig, dann ist dieses Telefon am Ende nichts, obwohl, schön made in Germany, das ist natürlich auch etwas, was man sehr gerne unterstützen kann. Für alle anderen ist das Telefon durchaus sehr empfehlenswert. Die Abstriche sind sehr gering. Es gibt so ein bisschen Softwareprobleme mit diesem längeren Einschalten. Ansonsten funktioniert das Ganze auch recht fluffig für die Standardaufgaben. Das heißt, der Prozessor, Browsen, das ist alles schnell genug, da ruckelt jetzt nichts. Und was mir auch wirklich sehr gut gefällt, ist das Dual-SIM, dass ich da jetzt zwei Nummern drinne habe, eine geschäftliche und eine private, und dass ich das beides eben mit der SD-Karte nutzen kann. Und mit der SD-Karte habe ich dann auch sehr viel Platz, weil ich höre viele, viele Podcasts, die ich dann einfach mal so runterlade. Und dann braucht man einfach den Speicher, bis ich dann dazu komme, die dann abzunehmen.
zu hören. Und wie gesagt, auch der Akku finde ich voll super, dass der so, ja, leistungsfähig ist, weil ich mal einen Tag lang unterwegs bin mit Laptop und dann da mobil mit dem WLAN-Hotspot arbeite. Da hat es immer bisher so den Akku so dermaßen leer gezogen vom iPhone, dass ich da eigentlich gar nicht so richtig Lust hatte, das zu verwenden, weil dann ja das Telefon im Prinzip alle war. Hier habe ich das Problem nicht. Hotspot anmachen, laufen lassen, fertig. Wie gesagt, 160 Euro kostet das Paket. Das ist sehr günstig und man bekommt da doch solide Qualität. Made in Germany. Schaut es euch an, wenn ihr da auf der Suche nach einem neuen Telefon seid und jetzt die Kamera nicht so im Fokus steht, sondern eher so die Funktion, dann kann man sich das anschauen. Das war's, was ich zeigen wollte in diesem Video. Bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EQB-Blog.